Okay, so das war unsere Masterclass Flash Moves. Also, wir haben begonnen mit so Übung mit Körperführung folgen, Body Lead, und die Lady hat ihre Hände in der Schulter. Wir haben geübt, ob ich vorwärts gehe, ob ich zurückwärts gehe. Wir haben auch ein Seitwärtsschwanken benutzt, zu wissen, wo ihr Gewicht ist. Und wenn ich weiß, dass es eine gewisse Seite ist, kann ich auch drehen und weitergehen. Ich kann alles stornieren in meinem Körper. Das war unser Body Lead Übung. Das haben wir dann benutzt für unsere Promenade. Promenade haben wir drei gemacht. Na, zwei und ein Otschein. So, erste war einfach unser Basic First Move Walks. Wir klappen immer so auf. Wir kommen immer zu unserer neutralen Position. Gegenüber, Schulter parallel. Linke Hand, vielleicht mit einer Bullen Hand, zwischen der Spannung. Unser Rahmen ist eingespannt. Meine rechte Hand liegt auf ihr Schulterblatt und sie legt ihre Ellbogen auf meine Ellbogen und bringt die Hände so weit runter wie möglich, dass ihre Ellbogen einfach auf meinem Knie liegen. Von dieser Position, unser Gewicht kommt zur Seite, das ist mein Links, ihr Rechts, und ich kann einfach ihre linke Bein durchbringen, als ich meine rechte durchbringe. Diese Führung passiert meistens mit meinem Schulter, dass ich bringe vorn und raus, vorn und raus. Und es ist wenig mit dieser Ärmel. Diese Ärmel kommen mit, aber wir können einfach mit der Schulter bzw. der rechten Hand das führen. So, das haben wir gemacht. Und wir haben einfach mit einem so First Move Ending gemacht am Ende. Dann haben wir unsere Odd Shots. Wir haben auch dann zu unserer so First Move zusammen Position gefunden. Ich habe ihr Gewicht auf rechts, ich links. Und als ich meine Schulter zu links bringe, ich bringe sie zu rechts. Als ich lehne zu links, ich bringe sie in ihren Rückschritt. Sie hat ihr Gewicht dann links und ich twiste sie auf ihr linke Bein, dass sie jetzt zurück und ich kann sie zurückbringen. Sie bringt ihre Füße zusammen, ich twiste ihre Füße nicht zusammen, noch zusammen, sie wartet auf meine Schritte. Sie Füße zusammen, twisten und zurück. Twisten, zurück, zusammen, twisten. Und das letzte Mal bringe ich sie zurück, Spannung und bringe sie einfach runter. Für unser Ende von dieser Ocho. Und dann haben wir so Colombians gemacht. Und das war auch 1, 2, 3 and 4. Immer noch Gewicht, meine Links, links, rechts. Und wir gehen dann, ich komme durch mit meiner Rechts, bringe sie zurück auf ihr Links. Dann wieder gehe links nach parallel, sie rechts. Und dann ihr zurück. Und vorn, sie geht zurück. Und vorn, irgendwann, ich bin zurück. Ich bin vorne und sie ist zurück. Und beim Parallelkommen, ich hebe sie ein bisschen hoch, größere Seilchen und dann bestreichen meine rechts, 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 links, für unser Skorpion. Und beim Ausdrehen, ich kann sie für Return bringen, mit den Händen runter, oder einfach ein nochmal First Move, Ausgang, Exit. Und das war unser Promenade. Ja. Oder? Also, dann haben wir. Dann haben wir unsere so Fallfiguren gemacht. Die haben alle mit uns so, wurde jetzt anfangen begonnen. Erste war einfach ein Sitzen. Ich bringe sie rein, ich fange sie an, so ich gleite sie mit, ich führe sie mit dieser rechten Hand. Kleine Sit und Twist, das war alles in der zweiten Hand nicht. Aber wir sollen uns eigene Beine so unterstützen. Keine echte Fallfigur. Der zweite war unsere erste Lehnen. Ich bringe sie ein, block sie, wir haben Kontakt die ganze Welt. Ich werde zur Seite gehen, nicht biegen, können ein zweites unterstützen, die linke Hand auf ihr Schulter oder hier auf der Hand. Ich gehe einfach zur Seite, sie bleibt ihre rechte Bein gegen das erste Bein. Ja? Und dann kann sie rauslassen. Und dann haben wir unsere Fallfigur gemacht. So, es beginnt genau wie unser Lehnen. Beim Eindrehen ist meine rechte Hand zu einem Stein mit Bullengriff gegangen. Biege meine zweite Hand mit Bullengriff, aber das Lehnen ist nach wie vor der gleiche. Ich drehe sie rein, sie macht ihren Schritt rechts. Ich lasse sie raus, sie rutscht ihre linke Hand vorbei. Ich lasse meine Hand mit Spannung an. Und wenn sie bereit ist, ich lasse sie raus. Und drehe und wir sind wieder da. Das war unser so Fallfigur. Und am Ende haben wir unser Smooth Jive, Slotty Jive gemacht. Wir haben mit unserer Schulterschranke gemacht, Schulterschranke Switch. So, es war zurück mit viel Stretch. Ich bringe sie rein, ich lasse sie raus, ich kann sie ein bisschen lassen. Stretch, bringe sie zurück. Ich gehe immer aus und rein von der Bahn.
Von da haben wir unser Switch weggemacht. Der einfache Whip war rein, slash, whip und raus. Immer um 180 Grad und